und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beavos Tech Pack Minecraft. Ja, kurz Coffee nachgekippt und noch ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Jetzt ist auch Tweetdeck im Vordergrund. Und wir planen unseren Aufstand hier. Wir planen. Das Schlimmste, was wir jetzt planen, ich weiß nicht, ob dieses Glas putt geht oder ob das... da erinnere ich mich leider nicht mehr. Aus dem Grund werde ich es aber anders mal anstellen. Ha! Okay, eiskalt hier hinten rum raus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eieiei, hier haben wir ganz schön... wie machen wir denn das mal hier? Hier ist echt schlecht mit der Kante da oben. Wir müssen hoch auf den Berg und erstmal da von der Kante was wegschlagen. Irgendwie. Oder wir müssen unsere Photovoltaik noch ein bisschen rausziehen dann. Da müssen wir mal kicken, wie wir das jetzt gleich am besten machen. Also hier würde es schon gehen. Koi, forget. Wenn ich jetzt hier stehe, das ist genau noch drüber. Ja, wir müssen da einmal hoch. Da hilft nichts. Hui, hui, hui. Hey Tierchen, wie geht's euch denn, hä? Alte Schnitzel, Steaks und Chicken Wings. Bei Hühnchen muss ich mir überlegen, weil Hühnchen esse ich ja so gut wie nie. Ich ja selbst persönlich kein großer Hähnchen-Fan bin. Keine Ahnung warum, wieso, es ist einfach so und joa. Aber da bin ich auch der Meinung, jedem das seine, wem schmeckt, dem schmeckt's. Und wem es nicht schmeckt, den soll man es auch nicht übel nehmen. So, rums, hoch die Maus. Gut, mal gucken. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Frage noch kurz an euch. Wie evil Vivin, die zwei, drei von euch, die das schauen. Da kommt ja jetzt dann bald, also A, es wird ja wahrscheinlich im März, wenn alles klappt, fertig sein, das Projekt, durchlaufen. Also fertig aufgenommen ist es ja eh und je, also halt noch die letzten Folgen. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin zu verhungern. Aber da ist jetzt für März auch das DLC angekündigt. Und dann ist jetzt natürlich die große, große, glorreich-popeiche Frage, wollen wir auch das DLC machen oder nicht? Ich weiß es ja persönlich wirklich noch nicht, ob ich es mir antun wollen würde. Theoretisch hat das Spiel ja Spaß genug gemacht. Theoretisch. Aber praktisch, man weiß ja nie so ganz, ne? Okay, jetzt müssen wir hier mal kurz einen runter. Ich werde zu Tode stürzen, ich weiß es doch jetzt schon. So, ja, ich glaube, hier müssen wir dann... Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, wollt ihr die DLCs davon auch sehen oder eher nicht so? Das wäre noch so eine Frage, die ich hätte. Weil jetzt ja dann endgültig das erste dafür wirklich angekündigt ist. Und nicht nur so, ja, kommt irgendwann. Und das würde ja fast schon mit dem Ende der Serie, also das Let's Plays, hinhauen. So, mehr oder weniger. Daher wäre das halt die Frage der Fragen. Nein! Nein! So, das sollte aber jetzt hinkommen. Böses, blödes Nerveding, du. Hui! Hoppala! So, stell weg hier oben. Ja, das könnten wir auch mal mitnehmen. Was haben wir eigentlich hier hinten noch für eine Höhle? Die Höhle könnte irgendwann mal der Ausgang werden. Schauen wir mal. Hier oben müssen wir dann ja auch noch bauen. Ich hatte überlegt, hier oben die Baumfarm drauf zu knallen. Andererseits haben wir dann hier alles so auf einen Haufen in einem Chunk-Bereich. Ist ja auch nicht unbedingt sollen. Ich sag mal so, die Welt ist ja nicht so begrenzt. Wir haben ja ein bisschen Platz. Sollten also eine große Baumfarm irgendwann einmal anlegen, könnten wir ja hier irgendwo uns ausbreiten. Eigentlich wollte ich in dieser Aufnahme nämlich gucken, wie ich da eine Brücke rüberschlage. Und jetzt mache ich ja doch wieder was völlig anderes. Auch das hier muss ich irgendwann mal fertig machen. Nee. Ja, nicht. Was macht eigentlich hier die Hecke? Ob durch die Hecke wächst endlich? Und wir müssen jetzt uns beeilen, sonst verhungern.
Das war auch noch so ein Bug, den ich dann auf einmal jetzt in einer anderen Welt hatte, meiner, wie gesagt, wo dann der ersten Probleme aufgetaucht sind, dass auf einmal hier die Dinger nicht mehr die Türen geöffnet haben. Türen gingen nicht mehr auf und ich musste sie abbauen, wieder hinsetzen und dann gingen sie einmal auf, danach wieder nicht und dann musste ich wieder abbauen und blablabla. Yeah. Äußerst nervlich. So, jetzt müssen wir schnell wieder was essen. Und ja, es wird langsam Zeit, dass wir Richtung Kochsendung wieder doch gucken. Dafür sind ja hier auch die Vorbereitungen. Und jetzt wird es auch noch dunkel draußen. Das heißt, wir sollten uns etwas beeilen. Beeilen, zweieilen, verweilen. So, hopp. Hallo, Steinchen. Hallo, alle. Wie geht's euch? Hm, schön. So, den da. Hopp. Nee. So, hier sollte es funktionieren. Die Kobbels brauche ich gleich. Ich möchte das mit Kobbel einfassen. Warum auch immer, warum es immer Kobbel sein muss. Es ist einfach Kobbel. Kobbel ist das Material meiner Wahl. So, das heißt, da wäre das. Und da muss ich kurz... Okay. Flump, 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 flump. So, ja, kurze Konzentration muss ja sein. Generell die Umfrage. Danke auch nochmal an alle, die sich daran beteiligt haben bis dato. Es sind ja dann, wie gesagt, ich habe gestern das Video, so die erste Auswertung aufgenommen. Und da kamen natürlich dann danach auch noch Ergebnisse rein, die es auch noch weiter verändern könnten. Aber die ersten Schlüsse sind daraus gezogen. Die ersten zwei neuen kleinen Projekte werden jetzt auch dann diese kommende Woche starten. Und ich hoffe, dass sie euch zusagen werden und gefallen werden und alles werden. Denn, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was kommt denn jetzt als erstes? Es kommt To the Moon und Cthulhu Saves the World. Die laden auch gerade hoch. Also To the Moon dürfte, wenn ich hiermit aufnehmen fertig bin, auch mit Hochladen fertig sein. Die sind zum Glück wunderbar klein und süß und bescheiden und purzelig und hurzelig und ja überhaupt. So, wer jetzt sich fragt, warum ich das hier so mache, das möchte ich hier irgendwann mal haben als Versorgung. Das sollte dann locker flockig reichen. Zack, 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 zack. So. Das sollte dann wirklich reichen. Und wir setzen die ersten Photovoltaiks drauf. Jetzt müssen wir nur noch die Leitung reinlegen. Strippenzieher spielen. Gehen wir da am besten durch. Lalalala. Auch sonst, wie zu erwarten oder wie ich es eigentlich erwartet habe, Landwirtschaftssimulator, gerade als Together, hat die meisten Stimmen überhaupt bekommen von euch. Und das, ja, wenn wir mal schauen, dass sobald mein Internet dann hier hoffentlich wieder funktioniert, wird das mit Sicherheit umgesetzt werden. Der Retschi freut sich auch schon in Schnitzel, kann man halt sagen, dass das kommen wird. Jetzt komme ich hier natürlich nicht wieder raus. Genial. Und ist da echt hellauf begeistert von. Oh, da muss ich niesen, aber Halleluja. Aber. Das ist ja die Waldfee. Ah. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst und danach pippert und babbelt alles? Nein, es fehlt eine Leitung. Das machen wir mal kurz. Ich brauche da oben ja mit Sicherheit auch noch welche. So, jetzt haben wir das mal. So, flum, flum. Falsch, ist richtig. Ja, so kann es bleiben. So langsam will ich mich aber verpieseln. Nicht, dass hier gleich einer um die Ecke gecreept kommt. Ich fühle mich hier nämlich nicht allzu sicher, muss ich zugeben. Und da brauchen wir eigentlich einen Clean Stone. Einen Clean Stone. Rein vorsichtshalber. Ah! Oh. Das war Nisa, da fällt er um.
So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Leitungen, um bis da überhaupt hinzukommen. Hehehe, und wir brauchen dringend mal eine kleine Axt von Tinkers, damit ich auch Kleinkram hier wegprügeln kann. Oder wir nehmen einfach mal eine stinknormale Minecraft-Axt aus Stein. Das könnte auch funktionieren. Das ist leider voll. Das ist doof dafür. Danke, danke für die, die jetzt Gesundheit geschrieben haben. So, mal kurz sein. Wir haben ja zum Glück noch hier. Zack, zack, zack. Das sollte reichen. Lalalalalala. Zack, einmal kurz rein. Dann haben wir auch den einen Cleanstone. Obwohl, 2, 3 für die Außenwand noch. Ja, Umfrage, wie gesagt, Beteiligung hat mir gefallen. Interessante Ergebnisse. Ich streiche gerade nur durch, was ich schon jetzt versagt aber noch der Kugelschreiber. Queroland. Ah, gut, dass man hier noch mehrere liegen hat. So. Gut. Fand ich auf jeden Fall super, dass ihr euch auch beteiligt habt. Und es ist sehr interessant. Payday 2 wurde sich bis dato auch, glaube ich, mit am zweitmeisten gewünscht. Da muss ich nur schauen. Das sind halt vor allem auch Projekte, wo erst einmal im Internet wieder laufen muss. Das sage ich daher auch ganz gerne zu den Projekten, dass das primär dann auch erst kommen wird, wenn alles hier wieder hoffentlich in seiner schneckig langsamen Geschwindigkeit richtig läuft. Und dann geht's hier rund mit dem jungen Hund. So. Zack, 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 zack. Huhu. Und dann werden wir da natürlich wieder loslegen auf Payday. Da gibt es ja inzwischen auch so viele neue DLCs. Das ist das Einzige, was mich an Payday so ein bisschen stört. Denn ihre DLC-Politik ist aus meinen Augen eine mittelgroßschwere Katastrophe. Ich komme nicht mehr raus, ich komme nicht mehr raus. Weil es einfach viel zu viele DLCs sind. Die da, also DLC-mäßig melken sie die Payday-Kuh richtig gut. Aber es macht auch andererseits Spaß. Auch wenn ich da meistens sehr still bin. Dadurch, dass ich selbst der mit der geringsten Erfahrung von allen Mitspielern bin. Obwohl, wartet mal. So, den nehmen wir raus. So, zack. Zack, zack. Da, da, da. Da, da, da. Upsala. So, bitte, du mal kommst her. Du mal cum laude. Und jetzt mal kurz. Wumms. Runter, etwas mopsen im Keller. Wir mopsen das, glaube ich, erstmal im Keller. Ist vielleicht sinnvoller, weil die ja noch gar nicht angeschlossen sind. Oh, da sind. Oh! Oh, 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 oh. Bist du? Nee, noch nicht ganz. Aber fast. Dann haben wir wieder eine Pearl mehr. Eine Black Pearl. Jo, flump. Komm. Mal flump. Sehr schön. Mit dem, dann haben wir schon mal unseren Energiespeicher. Der kann sich dann schon mal ein bisschen laden. Damit wir dann schon einmal für die Öflein, wenn die dann da oben reinkommen, mal 2 Stück werden es bestimmt werden, Energy haben. Pump. Ja, gut, wir haben gerade Nacht. Daher ist klar, dass nicht viel passiert. Das werden wir gleich auch mal ändern. So. Merke, merke, perke, perke. Kurz runter schlafen. Schli, schla, schlaffi, 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 schlaff. Ja, Umfrage. Also Payday 2, generell auch viel für Multiplayer-Shooter mal wieder. Ich habe ja noch unzählig viele Battlefield 4 Folgen. Ich habe in dem Infovideo auch, glaube ich, gesagt, wie viel ich dafür noch auf Lager liegen habe, die ich eigentlich noch, die meisten sogar noch rendern, schneiden und raushauen muss. Das ist halt immer Upload-bedingt, dass das nie so 100 pro will, wie ich es will und überhaupt will. Und? Ja. Viel Spaß beim langsamen Vollwerden. Und da wird es dann mit Sicherheit auch bald was Neues geben, hoffe ich zumindest. Jedenfalls steht, wie gesagt, LS15 Together dann, sobald mein Internet wieder richtig läuft, in den Stadtlöchern. Das wird dann bestimmt umgesetzt werden.
Muss dann geguckt werden, ob wir meine Privatwelt dann als Together weiterführen oder ob wir komplett neu anfangen, vielleicht auch auf einer anderen Karte oder so. Aber das wird sich dann alles zeigen, das muss ich dann mit Richie auseinanderklamüsern. Da werden dann wahrscheinlich auch die von euch das gucken, mit involviert und dürfen sich dazu kundtun. Haha! Die dürfen dann nämlich auch sagen, was sie davon halten und wie sie es am liebsten hätten. Und ja, das hätten wir dann auf jeden Fall auch. So, was haben wir denn noch so Schönes? Jetzt ist die Folge schon eigentlich wieder um. Das braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Das ist ein umfangreicheres Thema, wo ich darüber sprechen würde. Ach so, ja, die Punkte sozialen Netzwerken hatte ich ja euch mal gefragt, was ihr so primär benutzt. Und ich werde wohl primär jetzt, also Facebook, bin ich ja eh so ein kleiner Muffel. Ach ja, das Ding ist voll. Ich vergaß. Zack, zack. Ich vergaß. Wir machen ein bisschen Cleanstone. Daher werde ich mich jetzt wohl, wie gesagt, eigentlich alle von euch haben Google Plus. Die zumindest, die Kommentare schreiben. Da kann man davon ausgehen, dass sie es haben, sonst würde es ja nicht funktionieren. Und dementsprechend werde ich mich wohl. Twitter ist nach wie vor meine bevorzugte Methode. Ich weiß nicht warum. Twitter mag ich einfach. Auch wenn es manches Mal ein bisschen ärgerlich ist, dass man nicht so lang tweeten kann. Aber da gibt es ja dann zur Not noch Tweetlonger. Was mache ich eigentlich mit den dusseligen Schneeballen? Mondstein fliegt und Sieg! So, weg ist er. Haha, wir machen noch eine schnelle Ernte hier auf. Zum Ende der Folge hin. Und dann gucke ich mal, vielleicht kriegen wir die nächste. Oh Mann, erst sollen sie alle erwachsen sein. Das soll sich lohnen. Wachse. Wachse. So. Kurz überlegt, ob ich da Wulla-Bulla-Wulla-Bulla oder irgendwie so mache, irgendwie rumtanze. Also kühlenmäßig sollten wir hier dann noch Blöcke zwischenhauen, wie mir ja zugetragen wurde. Das können wir dann ja vielleicht machen. Alternativ lassen wir das Ding einfach so stehen und gut ist. Als Versuchsversion 1.Alpha 0. Und gucken mal, was dann weiter ist. Ja, also soziale Netzwerke, wie gesagt, Facebook lasse ich weiter nebenbei laufen. Ob ich so irgendwann sage, okay, ich klemme es komplett ab oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Ist aber denkbar auf jeden Fall. Vor allem, weil ich denen ihre neuen Richtlinien noch weniger mag als die davor. Und sie werden eigentlich mit jedem Mal, finde ich, bescheidener. Dementsprechend ist auch meine Abneigung gegenüber Facebook, die eigentlich schon immer bestand, eigentlich nur gewachsen in der letzten Zeit und nicht besser geworden. Google Plus gegenüber ist jetzt zwar auch kein Deut besser. Das ganz klar, aber man hat es ja eh gezwungenermaßen und weise, also kann man das ja vielleicht auch weiter nutzen. Deswegen werde ich versuchen, dass ich mehr auf Google Plus und Twitter rumgaspele, sodass er dann wisst, dass die beiden Sachen eben gut nutzbar sind. Vor allem Twitter. Also Twitter, da bin ich relativ häufig. Wäre es doch schön, wenn man mal auf den stillen Ort geht, dann nimmt man kurz das Smartphone mit und guckt, was auf Twitter los ist. Jo, mui. Wir können doch mal wieder ernten. Wir könnten auf jeden Fall. Apropos. Spring! Irgendwann hole ich dich da noch runter. Nein. 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 Wir werden doch unserer armen Kuh da oben nichts antun. Oder? Ich würde doch keiner Kuh was tun. Bitte töt mich nicht. Bitte töt mich nicht. Bitte töt mich nicht. Na gut, ausnahmsweise. So, das sieht soweit brauchbar aus. Da fehlen noch ein paar Kobbelkons oder ein bisschen Erde. Muss ich mal gucken, was ich da runterhole. Ich glaube, Erde. Irgendwo hier zwei Erdblöcke hergeschlawinert. Nein, die Blume wollte ich nicht haben. Doch. Hm. Gehen da noch. So. Hui. Ach, sind drei, die wir auch brauchen im Übrigen. Hm. Da, 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 da. Drei. So. Hopp. Hat, so, sieht doch viel schöner aus. Ja. Hurra, die Küche hat Strom. Davon bin ich schon sehr begeistert. Jedenfalls werden wir die Dinge da auch irgendwann mal upgraden, die Photovoltaikzellen und da vielleicht auch ein bisschen mehr Zelle untersetzen, je nachdem. Vor allem, wenn dann da ein kleines MEE-System dranhängen sollte, das braucht ja auch ein bisschen Saft, wenn es so weit mal kommt. Im Zweifelsfall muss ich dann quer durch die ganze Butze Stromkabel legen. Ja, und in dem Sinne erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, die ich jetzt auch gleich noch aufnehmen werde. Und was machen die
Cleanstones, denen geht's gut. Wir sollten vielleicht mal unseren Barrel da unten upgraden auf die nächste Stufe. Und ja, dann geht's fröhlich weiter. Man sieht sich, man hört sich. Und noch einmal vielen Dank für die beiden Fanarts, das hat mich echt gefreut. Und wer sowas machen will, den halte ich nicht davon ab. Und am besten halt, muss ich dann aber auch sagen, nee, Twitter, ne? Da geht's am besten rüber, das schicken. Ich weiß gar nicht, ob man sowas bei Google Plus vernünftig machen könnte. Über Facebook ging halt definitiv auch. Da sehe ich es aber dann wirklich selten, weil ich bin auf Facebook so einmal im Monat bis zweimal im Monat. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.